ein Pfeifen geht durchs Stadion. 100 Abonnenten-Special. Und das Lichtfeld, das ist scheiße, das ist mir aber gerade egal. Moin Moin, was soll man kalt? 2001 WOW-Game war am Start. Und ihr könnt es selber mitbekommen, es ist ein bisschen voll gerade. Ich hoffe, man kann die Jena-Fans da drüben erkennen. Das sind so ca. 1500. Das Stadion Löw füllt sich langsam. Es ist 30 Minuten vor Anpfiff. Aber es ist ja auch klar, erster gegen zweiter. Naja, mal gucken, ob es spannend wird. Ich hoffe ja, ich habe hier viele Hoffnungen reingesetzt. Und ich denke mal, das hier kann doch nur ein Heimsieg werden. Also ich bitte euch. Und die sollen da mal drüben ihre Schnauze halten. Ficker, dann kommen wir rüber zur Aufstellung. Ich muss dazu nichts sagen, also das ist mindestens dritte Liga, aber naja. Sorgen wir dafür, dass wir nächstes Jahr wieder dritte Liga spielen. Mitte Nummer 7 Kevin. Michael. Und Nummer 10 Fabio. Mitte. Oh, auf Nummer 14 Marcelo. Und Nummer 21 unser Kapitän Marc. Stahl. Mitte Nummer 22 Lasse. Boah. Und Nummer 23 Benjamin. Förster. Mitte 25 Marcel. Boah. Und Nummer 27 Björn. Ziegenbein. Und sehr hübscher Name. 25 Joshua. Putze. Unser Ersatzspieler mit 41 Matti. Ich bin geheim. Komme ich da nicht. Denn dort wird es dann zu voll. Also ich hoffe, dass da nichts passiert. In der ersten Halbzeit, wieso ist überhaupt der Zoom an? Ja, danke schön. Danke schön, Kamera. Ja, was soll ich von der ersten Halbzeit halten? Bisher, es ist sehr spannend. Also es hat gleich zum Anfang hätte es einen Elfmeter geben müssen. Da sieht man jetzt mal ein paar Fans. Und ja,
Es ist wirklich, es ist so packend die Kacke hier und jetzt gehe ich mir erstmal eine Wurst holen. Zweite Hälfte, let's go. Und Stein. Ja, moin. Komm, bitte wird die auch rein, die Scheiße. Na, Kacke. Boah, Bolzen raus, ey. Das sieht nicht gut aus. Das ist scheiße. Ist das Förster? Oh Gott. Geh dir Eis kaufen, Eismann, Alter. Jawohl! Scheiß Eismann, Alter. Da hinten geht doch erstmal der gelb-rot gestanden und der Herzzeige. Ey, der, komm, bitte, Ricky, musst du jetzt mal reinhauen hier. Also, Timothy Payet, Ronaldo, mach einen auf Messi. Mann. Ja, wir erkennen nur bitte Ricky, ey. Tausend Jahre später. So, endlich der Wechsel. Ihr könnt nach Hause fahren, ihr
bitte nach Hause fahren. Bitte, Ritti, mach nämlich jetzt ein Tor. Oh, schade. Das ist schon wieder so unnötig, ich weiß. Ach, was sage ich zu dem Spiel? Wahnsinn. Da waren es nur noch 5 Punkte Abstand auf dem ersten und im Endeffekt, das ist verdient. Moin. Erstmal Prometheus lernen. Ja, muss man ja machen. Ist ja die gute alte Schule. So, das ist ein Partyübergang, den ich schon das zweite Mal gezeigt habe beim letzten Vlog. Weiß, wisst ihr es auch noch. Das Video geht die über 5 Minuten. Warum das letzte unter 5 Minuten war mit dem Vlog da gegen BAKKK, weil, das kann ich euch sagen, das war nämlich, ich habe mir nämlich nicht Viva Video Premium geholt, aber das Video geht halt über 5 Minuten und ich habe auch alles gezeigt, was ich zeigen konnte. Ja, bei den ersten beiden Tor von Jena und bei dem Ausgleichstreffer von Cottbus konnte ich euch leider nicht zeigen, da kommt ein scheiß Auto, du bist dich. Konnte ich euch leider nicht zeigen, weil bei dem Ausgleichstreffer, das war so eine Ecke und dort war einfach komplett Gewusel. Und das erste Tor war so ein Sonntagsschuss von so einem Bär. Und ja, da habe ich halt nicht damit gerechnet. Nur bei Mambas Tor zum Schluss habe ich natürlich gerechnet. Ich wusste natürlich, dass der sich durchpaced, einen auf Aubameyang macht und haut der die Scheiße da rein. Ja, da muss ich BSV mal eine Scheibe abschneiden, nicht wahr, Enrico? Nicht wahr? Grüße gehen raus. Übrigens, ja, weitere Grüße sind, habe ich auch noch am Start. Und zwar von einem gewissen Unlimited Aim. Grüße gehen raus an Sandro, a.k.a. Red. Ja, und sonst gibt's nicht mehr zu sagen, außer dass ich hoffe, dass das Video gut angekommen ist. Wenn nicht, dann scheiß drauf. Ist mir jetzt komplett egal. Ich hoffe, das erreicht auch über 50 Klicks, weil das muss man sich schon angucken. Ohne Wenn oder Aber. Haut rein, bis bald und ciao.